Hi, hier ist wieder Fabi von Happy Hippocampus und du kennst vielleicht auch, du fühlst dich gestresst in deinem Studium. Du merkst wirklich, dass dich das Studium vielleicht auch psychisch einfach belastet. Und genau um dieses Thema geht es heute in diesem Video. So, im Vorfeld jetzt noch zwei ganz kurze Ankündigungen. Erstens, es gibt wieder unsere kostenlosen Online-Erstsemestertage mit unserer kostenlosen Online-Astitüde. Falls du da dabei sein willst, falls du ja Lerntechniken von mir erfahren möchtest, wir haben auch wieder coole Gäste. Wie gesagt, es gibt wieder unsere legendäre kostenlose Online-Astitüde. Falls dich es interessiert, komm gern schon mal jetzt in unsere Telegram-Gruppe. Da beantworte ich dir Fragen, auch jetzt, wenn du schon Fragen und Probleme zu deinem Studienbeginn hast. Schau also gern mal in unserer Telegram-Gruppe vorbei. Dann die zweite Ankündigung, es wird am 6. November wieder unseren Online-Lernworkshop geben, wo ich dir auch ganz intensiv die Lerntechniken beibringen werde, dass du die selbst an deinem eigenen medizinischen Lernstoff dann anwenden kannst. Ja, und wenn du dabei sein willst, schau gerne auf unserer Homepage vorbei, da findest du dann auch alle weiteren Infos. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema, zum Thema Stress. Wunder dich jetzt bitte nicht, wenn Feli nochmal zu sehen ist. Sie ist ja vor einigen Wochen, mittlerweile schon Monaten, bei Happy Hippocampus ausgestiegen. Ihr habt auf Instagram euch aber noch zum Thema Stress ein Video gewünscht und Feli hat damals noch genau zu diesem Thema auch ein Video aufgenommen. Deswegen wollte ich euch den Inhalt jetzt trotzdem noch zeigen. Von daher viel Spaß mit dem Video und wie gesagt, wundert euch nicht, wenn jetzt doch nochmal Feli zu sehen ist. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und schön, dass du da bist bei diesem Video. Ich bin's, die Feli von Happy Hippocampus und in diesem Video möchte ich mit dir über mentale Belastung und Stress im Medizinstudium sprechen und warum es so super wichtig ist, dass du dich nicht kaputt machst. Und ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich möchte in diesem Video eher ein paar Gedankenanstöße geben. Und ich habe ja auch in den letzten Videos schon mal so drüber gesprochen, dass ich manchmal so den Eindruck habe, ja, dass es wie manchmal totgeschwiegen wird, dass halt doch ja einige Medizinstudenten irgendwie, wahrscheinlich die allermeisten, mal an ihre Grenzen kommen, sich überfordert fühlen, sich überlastet fühlen und ja, dass da ja oft auch so dieser Glaube vielleicht drunter liegt, ja, wir müssen immer stark sein, wir dürfen uns irgendwie nichts anmerken lassen, ich muss doch immer alles im Griff haben. Und ja, auch in diesem Video, gerade wenn es dir jetzt vielleicht so geht, dass du dich irgendwie überlastet fühlst, überfordert, ja, dass du merkst, es wird dir irgendwie einfach alles zu viel, ja, mit dem Lernen oder mit den Kursen, mit den Prüfungen, mit dem Physikum, was auch immer, möchte ich dich einladen, mal dich zu fragen, was ist dir wirklich wichtig im Leben? Was ist dir wirklich wichtig? Ist es wichtig, ja, jetzt die Klausur mit dem und dem Ergebnis zu bestehen oder überhaupt zu bestehen? Also wenn du dich mal so rauszoomst, ja, wenn du mal ein bisschen dich wie so wegzoomst und mal auf dein Leben schaust, was ist wirklich wichtig? Ja, ist es wichtig, dass du alles perfekt drauf hast, dass du alles perfekt lernst? Oder ist es dir vielleicht wichtiger, gesund zu sein und dass es dir gut geht und dass du dich in deiner Power fühlst und dass du glücklich bist und dass du erfüllt bist? Und ja, ich habe manchmal das Gefühl, gerade wir Mediziner, wir haben halt, also, weil es ja oft auch ehrgeizige Menschen sind, ne, die in so ein Medizinstudium kommen, und das ist ja auch super, das ist ja auch gut, ja, irgendwie ehrgeizig zu sein, ne, was erreichen zu wollen, was bewegen zu wollen. Und ja, gleichzeitig habe ich manchmal den Eindruck, dass viele Mediziner sich halt auch sehr unter Druck setzen und sehr hart auch mit sich sind und sehr viel von sich verlangen und super hohe Ansprüche an sich haben. Und ja, aus meiner Sicht besteht halt dann die Gefahr irgendwie, wenn man sich permanent so unter Druck setzt und überlastet. Und ich ja, hab selber diese Erfahrung gemacht. Also ja, über mehrere Jahre war es einfach super viel und super stressig für mich, das Medizinstudium. Rückblickend hätte ich natürlich auch einige Dinge anders machen können. Aber es war eben so, wie es war. Und ja, aus meiner Sicht macht es halt keinen Sinn, sich irgendwie kaputt zu machen und fertig zu machen für irgendwelche Noten, für irgendwelche Prüfungen, für den eigenen Perfektionismus.
Und kannst dich ja auch mal fragen, warum studierst du denn Medizin? Wahrscheinlich ist ein Aspekt, dass dich Gesundheit interessiert, dass du Gesundheit wichtig findest und wertvoll findest. Und ja, das habe ich auch schon gesagt in anderen Videos, dass ich es einfach ja, nur logisch fände, wenn gerade wir Mediziner da als Vorbild vorangehen und gerade wir als Mediziner ein Leben leben, das gesund ist und das sich gut für uns anfühlt und mit dem wir uns wohlfühlen, mit dem sich unser Körper wohlfühlt, mit dem sich unsere Psyche wohlfühlt. Und ja, wenn wir jetzt halt einfach über Monate oder Jahre ständig den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, dann ist es ja auch irgendwie logisch, dass es irgendwann ja, sich nicht mehr so gut anfühlt für unseren Körper vielleicht und für unsere Psyche. Und genau, ich möchte dich da einladen, dich zu fragen, was ist dir wirklich wichtig? Was möchtest du leben? Ja, und also ich persönlich, ich finde halt Gesundheit einfach unglaublich wichtig und dass es uns selbst gut geht. Und ein anderer Punkt, den ich dir jetzt noch mitgeben möchte in diesem Video ist, wenn es dir jetzt vielleicht gerade so geht oder wenn du schon, ja, wenn es dir jetzt gerade so geht, dass du dich vielleicht überfordert, gestresst fühlst und merkst, es wird dir irgendwie alles zu viel, dann möchte ich dich einladen, dich mal zu fragen, was brauchst du denn jetzt gerade? Was würde dir jetzt gut tun, wenn du ehrlich mit dir bist? Und es kann sein, dass der Kopf sagt, ja, aber ich, was weiß ich, muss doch noch meine Doktorarbeit machen und die Prüfung noch und das noch und das Semester noch und dann noch das und das. Und was sagt dein Körper, was sagt dein Gefühl, was brauchst du? Was brauchst du wirklich? Und ich finde es überhaupt keine Schande, also total im Gegenteil, sich eine Pause zu gönnen, eine Pause zu machen, wenn man merkt, okay, es ist jetzt gerade zu viel, ich brauche jetzt eine Pause. Und ganz wichtig finde ich auch, es muss gar nicht erst so weit kommen, dass du dich überfordert fühlst oder dass du an deine Grenzen wirklich kommst, bevor du dir eine Pause nehmen darfst. Sondern, ja, ich finde es einfach super wichtig, auch vorher sich schon Pausen zu gönnen. Aus meiner Sicht ist diese Balance zwischen Tun und Sein total wichtig. Ja, auf der einen Seite können wir natürlich Dinge machen und leisten und lernen und so weiter. Und auf der anderen Seite ja, brauchen wir aber auch in einem gewissen Maß dieses Element sein, einfach mal nichts machen, weil nichts Sinnvolles, mal nichts Produktives. Und ich selber konnte das schon gar nicht mehr über Jahre, dass ich einfach mal nichts zu tun. Und ich durfte das nach und nach auch erst wieder lernen. Und ja, ich möchte einfach sagen, dass es super wertvoll sein kann, einfach mal nichts zu tun, einfach dir eine Pause zu gönnen, mal nichts Produktives irgendwie zu machen, sondern dir ja Ruhe zu gönnen, Pause zu gönnen, Zeit zum Regenerieren. Und ich meine, in Physio lernst du es ja auch schon, da hast du es vielleicht schon gelernt, ne? Wir haben den Sympathikus und den Parasympathikus und es ist eine Balance aus beiden, ja? Wenn jetzt über Monate und Jahre nur der Sympathikus feuert, dann gerät irgendwas aus dem Gleichgewicht. Und auch so, auch der Parasympathikus, auch Rest in thy chest und ausruhen und nichts machen und chillen, hat eine Daseinsberechtigung, ist super wichtig. Und genau, und auch wenn du merkst, puh, ja, irgendwie, ich fühle mich überfordert. Es gibt ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel sich unterstützen zu lassen. Und auch das finde ich, das ist überhaupt nichts, wofür man sich irgendwie schämen muss, sondern ich finde es eine Riesenstärke zu sagen, so,
Ich suche mir jetzt Unterstützung. Ja? Was weiß ich, an vielen Unis gibt es eine psychologische Beratung, psychologische Beratungsstellen kostenlos. Kannst du bestimmt mal googeln bei deiner Uni. Oder vielleicht hilft es dir schon, mit einer Freundin drüber zu sprechen. Vielleicht würde es dir auch wirklich helfen, dir psychologische Unterstützung zu suchen oder einen Coach zu suchen, der dich unterstützt. Und wie gesagt, ich finde es überhaupt keine Schwäche, sich Unterstützung zu suchen, sondern eine unglaubliche Stärke, sich unterstützen zu lassen. Und ich weiß, wovon ich spreche. Früher habe ich immer gedacht, hab ich auch irgendwie so gedacht, ja, ich muss das alles alleine schaffen und ich musste alleine durch. Und heute finde ich es einfach mega geil, mich coachen zu lassen und unterstützen zu lassen. Und ja, es ist für mich einfach ganz, ganz normal und was total schön ist. Und ja, dann kann ich dich noch, oder ja, wollte ich noch dir diesen Impuls mitgeben. Ja, wenn du jetzt erstmal so aus diesem ersten Tief, aus dem ersten Stress, aus der ersten Überforderung, wenn du da wieder raus bist, kann ich dich einladen, langfristig mal zu schauen, wie kannst du wieder mehr Freude, mehr Spaß, mehr Leichtigkeit in dein Leben holen? Weil, also das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, als Rückmeldung bekommen, so dass uns Medizinstudenten schreiben, dass sie irgendwie durch das Studium auch ihre Lebensfreude irgendwie ein Stück weit verloren haben oder ja, dass irgendwie die Zeit für sich selber zu kurz kommt und dass irgendwie dass es einfach so eine krasse Überlastung war, dass diese Lebensfreude irgendwie gar nicht mehr so da ist. Und da kannst du dich ja mal fragen, was gibt es für Sachen, die dein Herz zum Hüpfen bringen, ja, bei denen du einfach, die dir einfach Spaß machen, die dir einfach Freude machen, die jetzt, bei denen du nicht im Hinterkopf hast, ja, das muss ich jetzt machen, weil irgendein Ergebnis dabei rauskommt. Ja? Was für Dinge gibt es, die du einfach um der Sache willen gerne machst, ohne auf ein Ergebnis irgendwie abzuzielen? Und ja, vielleicht ist es sowas wie Musik machen oder tanzen oder singen oder wandern gehen oder vielleicht auch einfach nur rumliegen und entspannen und nichts machen. Vielleicht ist es ein Buch lesen. Ja, in die Natur gehen. Und schau mal, was ist es bei dir? Was macht dir so richtig Freude? Was macht dir so richtig Spaß? Vielleicht ist es auch irgendwas spielen in irgendeiner Art und Weise, ja, irgendwas Sportliches oder irgendwelche anderen, keine Ahnung, Gesellschaftsspiele oder Kicker oder was weiß ich. Gibt es ja tausend Sachen. Und dich mal zu fragen, was macht dir richtig Freude und da wieder mehr in dein Leben zu holen. Weil ich finde es, ja, ich finde, es steht einfach in keinem Verhältnis, dieses Studium zu durchlaufen und dafür irgendwie, wie soll ich sagen, so viel, ja, Stress zu bereiten und sich so viel seiner Lebensfreude zu nehmen. Und es muss auch nicht sein. Und genau, deshalb teile ich das jetzt auch in diesem Video mit dir und möchte dich einladen, dem wieder einen höheren Stellenwert zu geben, dem, wie es dir geht, was dir Spaß macht, was dir Freude macht. Und schreib mir gerne auch mal in die Kommentare, was du denkst zu diesem Thema, was dir hilft, um mit mentaler Belastung, mit Stress im Medizinstudium umzugehen. Und wie gesagt, wenn sich's für dich richtig anfühlt, hol dir Hilfe. Such dir Hilfe, lass dich unterstützen. Und ja, es ist aus meiner Sicht eine Riesenstärke, diesen Schritt zu gehen. Und ich wünsche dir jetzt, ja, dass du wieder mehr Freude, mehr Entspannung, mehr Leichtigkeit in dein Leben holen kannst und dass du entspannter durch dein Medizinstudium gehen kannst. Ich wünsche dir alles Liebe, mach's gut. Tschüss.